Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Horizon Zero Dawn. Aloy ist jetzt unterhalb von Sonnenfall in einer, was soll ich sagen, das war früher ein Bunker, so eine Anlage auf jeden Fall. Da haben sich die Menschen zurückgezogen und versucht, die großen Fehler, die sie gemacht haben, nicht auszubügeln, das konnten sie nicht mehr, aber das zu begrenzen, die Schäden zu begrenzen. Ja, naja, sie haben eingesehen, dass es zu Ende geht, dass die Erde unrettbar ist. Ja, das Aber haben sie sie haben geschafft. versucht, einen Neustart vorzubereiten. Ja. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Dann mal los. Noch so eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Dann finde. Ah, jetzt. Ah ja, nett. Aha. Also, links oben links. Warum? Oben. Oben war das doch. Was drehe ich denn hier Ja, ich verstehe wieder? es nicht. Du hättest das so oben lassen müssen. Ja, eben. Und nach links. So, mal Mal gucken. gucken. Ja. Das andere muss jetzt Links unten, das oben nächste unten links, und dann unten und und rechts. rechts, genau. Ich meine, das haben sie wirklich leicht einfach gemacht. Ja. Also da muss man wirklich sein Gehirn nicht überstrapazieren. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Die Tür da sollten wir überprüfen. Welche denn? Die Tür da. Ja, ich muss mal mein Wimpel hier mal wegmachen. So, was ist das? Zwei? Und wo ist dann die Eins? Egal. Ach, guck mal, hier ist wieder was. Da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Hier ist die 1 übrigens. Da ist ein W. Das ist so Ja, ein die Hinweis Eins auf die zeigt nach 1. rechts, ja. Ja. Mal gucken, was hier ist. Kommen wir mal. Hey, Brads Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Aha. Na gut. Aha. Brads Ist Inkompetenz gut, reicht mir ist jetzt, gut. okay? Er hat einen Danke, wir haben es HR-Mitterknoten falsch rum gehört. installiert. Alles läuft. Ja. Also die mit ihren römischen Einsen und Zweien, du läufst ein Stück und die Eins wird zur Zwei und umgekehrt und also, meine Fahne sitzt richtig, egal ob da Eins oder Zwei dran steht. Hier, dafür zeigen Sie mir meine Fahne nicht mehr an. Grrr. Also, wir müssen nach Osten und an der rechten Seite entlang. Osten hier lang und rechts bleiben. Fragezeichen, aha. Ja. Ja, aber das hat ja nichts zu sagen. Nö, ich frage mich halt nur, warum da eins ist. Fehler, umgekehrte Einstellungen. Hast gelesen? Aha, ja, steht umgekehrte Einstellung. Unten, ganz unten. Ja, aber dazu müssen wir erstmal diesen fehlenden Emitter finden. Hier geht's definitiv nicht mehr weiter. Na gut. Hier ist nichts. Hier geht's auch nirgendwo hin. Da ist so ein Ding, haben wir das schon gelesen hier in der Ecke? Ja, Ja, das haben wir gerade das war das, was gelesen, sie ja. da, wo sie sich beklagt hat. Ja, alles klar.
Gut. Hier ist voll und hier fehlt einer. Ja. Nämlich der da. Mhm. Und den werden wir suchen müssen. Tja, man könnte sich sonst ja nichts. Hier scheint es ja irgend so was wie ein Lager zu geben. Mhm. Aha, hier ist eine Tür. Gehen wir mal gucken. Das ist nicht sehr ergiebig. Dann werden wir mal die Leiter benutzen müssen. Können wir runter gucken, das ist uns aber nicht allzu viel. Tja. Ist hier irgendwas? Nee. Ich sehe hier. Warum zeigt er? Ach. Nach da oben? Genau. Ja. Eben. Das war aber gemeint versteckt. Ja, genau. Das war's. Dann dürfen wir wieder runter. Ein weiter Weg. Ja, mächtig weit. Das war wohl hier. Jawohl. So, jetzt können wir warten, was das heißt, verkehrt. Mal auf mit der Tür. So, also verkehrt der Reihenfolge. Heißt das jetzt, oben ist unten und unten ist oben? Oder heißt es statt von links nach rechts, von rechts nach links? Naja, aber irgendwie sieht es ja eher nach oben und unten aus, oder? Ja, machen wir einfach Farbe oder mal. So. Hier, guck mal, Faro steht auf dem Kopf. Das meine ich ja, deswegen also meine ich ja. Also machen wir das. Ja. Deswegen. Also, der zeigt nach oben, wenn das richtig rum ist, zeigt er nach unten. Ja, genau. Gut. Der andere zeigt dann nach links und das ist... Nehme ich mal an. Ja. Der zeigt dann nach links. Dann müsste er nach oben zeigen. Ja. Ja, nach oben. Der ist schon nach oben. Mhm. Und der nach rechts. Nach rechts und unten. Unten. Mhm. Ach, wie gut, dass es naja, relativ simpel ist. Ja. Müsste man ja schon ganz noch andere hinkriegen. Spiele. Wo man wirklich Schwierigkeiten hat. Das war's. Ja. Die Tür sollte wieder Strom haben. Mal sehen, was dahinter ist. Komm doch, guck. Eine Treppe. Wow, hübsche Pilze. Ja, aber mein Kräuterbeutel ist voll. Ah, schade. Schade. Na, ich bin gar nicht so unglücklich drüber. Hier ist schon wieder eine Tür. Aber erst gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Hier gibt es jede Menge Pilze. Und da gibt es irgendeinen Bildschirm oder irgendwas? Aber den hatten wir schon. Ja, kommt mir bekannt. Also Christina, ja. Die kennen wir. Aber ist das, den hatten wir schon, meinst du? Ja. Gut, na schön. Ist schon so lange her.
Na gut, wenn wir dann da durchgehen sollen durch die Tür, dann versuchen wir es halt. Mal gucken, wo sind wir jetzt? Ja, genau. Jetzt können wir hier durch. Das war die rote Tür, die ist jetzt offen. Ja, ja. Eclipse, Sie sind hier. Ja, das... Vermeide jeden Kontakt. Die Seile sehen gut aus. Gaia, es ist da oben, im Obergeschoss. Kannst du es erreichen? So viel zu vermeide jeden Kontakt. Ja. Ja. Erstmal. Der hat ja schon wieder so ein blödes, schweres Teil. Oh Mann. Warum haben die alle so komische Dinger da, diese schweren, komischen Waffen? Da wurde wohl jemand überrascht. Ja, aber die anderen werden das mitgekriegt haben. Ja, der kommt um die Ecke. Ein Geschenk des Schattens. Ja, das warst du ja nicht schnell genug. Ja, so ist besser. Ja. Da ist noch einer. Den wollen wir doch auch haben. Ja, der ist weg. So, da kommen noch mehr. Da ist einer, glaube ich, runtergerutscht eben. Ja, einer. Ich sehe's. Na gut, viel Spaß. Ich glaube, wir kriegen zu tun. Das sind Kultisten. So entgegenlicht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also, was die Eclipse ist, das weiß ich immer noch nicht so richtig. Mal, dass es Kultisten sind, ist mir klar. Aber woher kommen die? Zack. Ja, schon gut, der Typ da oben. Das sind die Anbeter von diesem... Na, zack. Tschüss. Ja. Auf hoffentlich nimmer wiedersehen. Warum hat der keinen Pfeil auf dem Kopf? Naja. Bewegung und Suche. Der ist da oben. Bring den um. Ja. So, da ist jetzt noch hier unten. Oder? Ist der. Ja, der ist da hinten. Ah, der ist nicht der so. Dahinter? Nee. Den kriegst du nicht. Nicht so. Wie was zu sagen pflegte. Geduld. Genau. Nee. Kann ihn sehen, die Maske. Ne? Oh, gut. Hat ihm. Ja. Strukturversagen im Nachschuss. Ich wiederhole. Oder auch nicht. Ah, hier kommen sie. Oh oh. Von wegen, das war der letzte. Hast du das? Dreh dich um, dreh dich um. Ja. Stirb, Abtrünniger. Abtrünniger, du Blödi. Wie kommst du darauf, dass sie abtrünnig ist? Was? Warum stirbt der nicht? Sag mal. Der stirbt nicht. Der ist unkaputtbar. So, der andere. Weg mit dem. Mach ihn alle. Ja, der ist weg. Moment jedenfalls. Setz dich in Bewegung. Du musst Gaia finden. Jetzt. Das reicht's aber, du blöder Typ. Das? Komm her, tu was. Bunkertür. Okay, wir gehen erstmal sammeln. Klar. Muss schon sein. Ein
Aha, den Eingang zu Sobeks Büro sollst du finden. Ein Kultisten-Barbar und ein Folterer. Die haben wir ganz besonders lieb. Wo ist die Glas? Ich glaube, das brauchen wir hier am allerwenigsten. Ja. Das ist nur sowas wie eine Währung hier. So, Medizin brauchen wir zum Glück nicht. So. Dann laufen wir hier am besten mal drum rum. Hier scheint es nicht viel Interessantes zu geben. Ja. Nö, hier ist auch nicht viel. Ich genieße gerade die Ruhe. Ja, ist schön, ha? Ja. Kann so bleiben. Mhm. Jo, also hier ist auch nichts weiter. Aha. Ja, hier gibt's mal wieder was, ja, da ist wieder zum was. Lesen oder auf die Ohren. Ja. Zum Lesen. Simulationsergebnisse. Margot Shen. An Elisabeth Sobeck. Simulationsergebnisse. Wow, du hast nicht übertrieben, was Gaias Vorliebe für Tiermorphologie angeht. Klar, das ist nicht völlig überraschend. Ihre Bots müssen schließlich mit einer neuen rauen Natur klarkommen. Aber ich glaube ebenfalls, dass der eigentliche Grund dafür tiefer liegt. Ihre Entwürfe sind nicht einfach nur funktional. Sie wirken fast wie, tja, wie Würdigungen. Als ob sie ihren Verlust bereits betrauert. Und nicht nur wie eine Würdigung der sterbenden Fauna unserer Zeit, sondern auch fossiler Kreaturen. In einigen ihrer Entwürfe finden sich Hinweise auf Megafauna. Wirklich cool. Naja, was immer sich Gaia ausdenkt, Hephaestus wird sie es bauen lassen. Ja, ich wünschte nur, ich wäre in ein oder zwei Jahrhunderten noch hier, um zu sehen, was sie erschafft, Margot. Naja. Tja. Ja, da haben wir Hephaestus und Co. wohl etwas in die Suppe gespuckt, hä? Sieht so aus. Hallo, ich bin Margot Shen und das ist Hephaestus. Wie der Name es nahelegt, handelt es sich hierbei um die Unterfunktion, mit der Gaia zahllose Roboter bauen wird. Also die Schmiede. Nur nicht ganz so einfach. Also sie werden bemerkt haben, dass sie nicht alle Robotertechniker sind. Auch Experten in Maschinenkognition, virtueller Heuristik und sowas. Tja, das liegt daran, dass wir nicht diejenigen sind, die Roboter bauen werden. Wir wollen Gaia doch nicht mit einem Haufen altmodischer Modelle aus unserem Jahrhundert belasten. Zeitverschwendung. Durch unser Wissen soll Gaia selbst ihre Roboter bauen. Und nicht nur bauen, entwerfen. Von Grund auf. Jeden Roboter, den sie brauchen kann, für jeden Zweck. Erdacht und erbaut im Handumdrehen. Ihrer. Ihrer Hand. Somit ist Hephaestus keine Schmiede. Es ist eher das handwerkliche Wissen und Geschick eines Meisterschmieds, der den Hammer schwingt.
Codiert als Software. Virtuelle Kreativität in Reinform. Gaia lernt schon jetzt. In Simulationen macht sie sehr kreative Dinge mit fraktalen Anordnungen und Tiermorphologie. Mit ihren Entwürfen lassen sich noch keine Preise gewinnen. Aber hey, alle müssen klein anfangen. Also, ja, lasst uns anfangen. Legen wir los. Ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe es auch nicht. Teil eines Systems zur Lebenserhaltung war. Warum baut er damit Cyan die Brutstätte? Und warum stellte er Maschinen her, die nichts als töten? Ja, eben. Irgendwie wurde er bösartig. Ich weiß nicht, wie oder warum. Wie auch immer, das erklärt, warum die Maschinen in den letzten Jahren immer gefährlicher geworden sind. Ja. Tja, mal gut, dass wir es nicht wissen, die Leute, die so stolz diesen Typen entwickelt haben, ne? Tja. Volle Kraft voraus. Ja. Okay. Also hat Elisabeth an Margot geschickt. Volle Kraft voraus. Margot, wenn ich deine Brillanz auch nur ansatzweise in Frage stellen würde, hätte ich dich nicht als Hephaestus Alpha ausgewählt. Du musst aufhören, dir über dein Alter und deinen Kommunikationsstil Gedanken zu machen. Du bist, wer du bist. Hab Vertrauen in dich selbst. Du weißt, was du tust. Ein typisches Beispiel, dein letzter Entwurf für den Plan, Bootstrap-Silos zur Lagerung von Rohmaterialien zu bauen, ist herausragend. Das ergibt zusammen mit deinem Entwurf für den additiven Fertigungsanlagekern und dem Plan zur Standortauswahl ein umfassendes Vorhaben. Es ist an der Zeit, mit dem Bau zu beginnen. Eins noch, sprich mit Ayomide Okilo, bevor du die Silo-Inventare fertigstellst. Hephaestus' erste Aufgabe wird sein, die Roboter herzustellen, die für Minerva die Wellenformübertragungstürme zur Übermittlung der Deaktivierungscodes bauen. Im Inventarplan sollten alle exotischen Materialien enthalten sein, die für diese Türme gebraucht werden. Elisabeth, über Wellenform, sind das diese komischen Türme, die wir immer wieder außer Kraft gesetzt haben? Also ja, wahrscheinlich sind es diese überbrückt Türme. Überbrückt haben sozusagen? Ja. Hm. Das habe ich schon mal gesehen. In Brutstätten. Ja. Aber natürlich. Die Geburtsorte von Gaias Maschinen. Tja. Eben. Aber Gaia sollte doch Leben schaffen und nicht. Ja, es war so aus. Es sieht so aus, als ob das, was vorher war, gleich wiederholt wurde, ne? Also, und töten. Das Töten ging weiter oder so. Ja. Wir müssen uns erst noch hier umgucken. Da ist wohl nichts weiter. Aha. So. Scheint nichts mehr zu sein. Können wir ja weitergehen. Ja. Hier lang, da lang. Da geht's nicht lang. Dann geht's hier lang. Geht's auch nirgendwo hin. Ja. Was ist denn da hinten? Oh, nichts weiter. Nee. Jede Menge von gar nichts. Das ist ja so still. Wir können ja mal ein kleines Liedlein singen. Tralala, tralala. Ja, ja. Alles fing an so wunderbar. Oder wie war das? Wart's nur ab. Dauert vermutlich nicht, bis die nächsten Kultisten antanzen. Oh, die armen kleinen Kultisten. So, das ist aber hinter irgendwas. Da kommen wir so nicht rein. Das war ein Eingang finden. Ich will aber. Durch das Fenster können wir nicht. Wir können zwar durch Wände gucken, aber durch ein Fenster können wir nicht gucken. Ist ja auch lustig, ja?
So, sind wir wieder hier, oder? Ja. Was, aber wir sind eine Etage höher. Ja, das schon. Aber wir sind ja in dieser Halle halt. Ich will da rein. Ja, da kommst du Ich vielleicht auch glaube, das rein. ist es. Das Aha. Büro von Elisabeth Sobeck. Na, also guck mal, Aber Will. wir kommen nicht rein. Oh, Es Mist. muss einen Weg hineingeben. Such weiter. Mehr kannst du auch nicht sagen, Typ, hä? Das wissen Ja. wir selbst, dass wir weitersuchen müssen. Nein. Mehr Eklipse. Sei Toll. vorsichtig. Ach ja, warum? Ach, da Da unten, naja. unten. Sind ziemlich viele. Markieren war immer Naja, aber schon die eine sind wirklich, gute Idee. kann man die überhaupt treffen? Die kommen mir so klein und so entfernt vor. Noch einer ohne Pfeil? Nö, erstmal nicht. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Also die sind da unten. Sind immer noch Mehr finden wir uns nicht. ziemlich viele. Ah. Was machst du denn? Hallo, ich bin hier. Guck mal, tralala. Ich wollte Bin ich nicht Maßnehmen. gut? Nee, das geht Nein, nicht. das geht Da nicht. schieße So ich geht nur das gegen die nicht. Brüstung. Gibt's hier nicht irgendwo ein Loch? Naja, hier gibt es schon so ein paar. Ja, nee, da kann ich nicht Ich durch. weiß, du kannst da nicht durchschießen. Und du bist so dick, du kannst da nicht durchkrabbeln. Nee. Wäre auch ein bisschen komisch da. Von außen Wär's an der etwas flach? Balustrade hängenderweise. Ja. Wo sind sie denn? Die sind jetzt ganz weit weg da hinten. So. Oh ja, solange sie uns nicht stören. Ja. Komische Geräusche. Klingt wie so Ja. ein, irgendwie ein Vogel oder sowas. Kann man zwar reingucken, aber. Willkommen bei Apollo, dem kollektiven Gedächtnis der menschlichen Spezies und Quell des Wissens für zukünftige Generationen. Ja, toll. Ich bin Samina Ebaci. Bis vor kurzem war ich Leiterin des International Collective Memory Institute in Neu-Teheran. Als Kulturwissenschaftlerin ging es mir schon immer um den Erhalt menschlichen Wissens, kreativer Leistungen und kultureller Errungenschaften. Apollo ist, aus diesem Grund, die ultimative Verkörperung einer großen Passion. Allerdings in der schrecklichsten vorstellbaren Situation. Die Anforderungen an uns sind immens. Genau gesagt, werden wir vier wichtige Projekte gleichzeitig erarbeiten und umsetzen müssen. Erstens, der Aufbau von Datenspeichern in Ursprungsanlagen in aller Welt bei Sicherung der Redundanz. Zweitens, die Sammlung und Bearbeitung von geplant 180 Millionen einzelnen Dateneinträgen. 42 Zettabytes Daten auf Mandarin, Englisch, Spanisch und Arabisch. Drittens, der Transfer und die Kodierung dieser Daten auf DNA, eingekapselt in synthetischen Fossilien. Das einzige Medium, das haltbar genug ist, um sie in den kommenden Jahrhunderten vor jedem Verfall zu schützen. Und last but not least, die Entwicklung des holographischen Interface und spielbasierter Lehrpläne für die Interaktion zukünftiger Menschen mit Apollo, die nach und nach heuristische Lernmodule freischalten und so das Wissen und Können erlangen, das sie zur Kontrolle des Terraforming-Systems brauchen. Das ist die Zukunft, auf die wir unsere ganze Arbeit ausrichten werden.
Nicht nur auf den Erhalt der Vergangenheit, sondern auf das Saatkorn für einen neuen, blühenden Baum des Wissens. Willkommen. Nun beginnen wir. Naja. Naja. Okay, hier gibt's mal wieder was. Weil irgendwas ist ja wohl schief gelaufen. Ja, und zwar ziemlich. Mhm. Und wieder was zum Lesen. Saminai Ebachi. Annelisa und der Gewinner Betzow. Ist eingekapselte DNA, steht hier. Du darfst anfangen, du darfst lesen. In den letzten 10 Tagen habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung umfassend untersucht. Magnetisch, optisch, Quanten. Sogar diese Eternity-Technologie, die FAS vor knapp einem Jahr angepriesen hat. Aber jede Möglichkeit hatte schwerwiegende Nachteile. Zu schwer zum Transportieren, zu groß, um sie auf begrenzten Platz zu installieren. Zu hoher Energieverbrauch im Laufe der Jahrhunderte, zu fehleranfällig nach 300 bis 400 Jahren und so weiter. Eingekapselte DNA kann problemlos die mehr als 40 Zettabytes aufnehmen, die wir für Apollo anpeilen. Natürlich sind noch viele Einzelheiten zu bedenken. Zunächst einmal müssen wir das inaktive Material auswählen, indem wir die Moleküle einbetten. Ich teste bereits 16 Kandidatenmaterialien. Außerdem müssen wir die Energiesysteme entwerfen und herstellen, ebenso wie die versiegelten Behälter, die die DNA für mehr als 1000 Jahre auf unter minus 80 Grad Celsius halten. Wenn ich versichere, dass es auf meine Entscheidung keinen Einfluss hatte, darf ich dann zugeben, dass ich es als absolut passend empfinde, sogar verheißungsvoll, dass wir ausgerechnet die Bausteine des Lebens nutzen, um das menschliche Wissen vor der mechanischen Ausrottung zu bewahren. Es ist nicht nur ironisch, sondern heroisch. Das Leben als Held, der die Mächte des Vergessens niederschlägt. Auf jeden Fall gibt es viel zu tun. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir, Samina. Irgendwas lief aber doch nicht ganz so. Nein, leider nicht. Wie sie sich das nicht vorgestellt hatten. Das könnte der Eingang sein. Aha. Irgendwo da hinten schleimen sich diese Typen rum. Ist nicht ganz ungefährlich. So, wir müssen Schluss machen, Mensch. Was? So oder so haben wir dich weiterreicht. Versteck dich besser wieder, geh wieder nach oben. Und dann können wir speichern. Können wir nämlich nicht. Wir können nicht überall speichern. Nee, aber wir man machen kann jetzt hier Schluss, überhaupt okay? nicht speichern. Okay. Ja, bis dann. Wir hoffen, dass es das Spiel wieder so gnädig ist wie beim letzten Mal. Okay. Tschüss. Ciao.